Woche, Leute. Herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute ist die Zeit gekommen, wo ich mir einen eigenen LKW gekauft habe. Ich habe einen Kredit bei der Bank gemacht und kann es ja euch nochmal zeigen. Hier ist der Kredit. Genau. Ich habe bis jetzt noch nichts zurückgezahlt. Ich muss jeden Tag 2888 Euro mal zurückzahlen. Kein Ding. Schaffe ich auch nicht. Also, so ist es nicht. Ich habe ja jetzt gerade noch 8K. Und 35 Tage dauert es anscheinend, bis ich die Rate komplett fertig habe. Okay. So. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier wieder raus. Und wir können jetzt wahrscheinlich Auftragsangebot, genau. Wir können jetzt hier externe Aufträge sowie Aufträge machen. Und was weiß ich noch alles, also Konvois geht auch jetzt, ne? Da das ist halt online. Und Schnellreise geht auch, dass ich halt mal kurz dahin will. Bla bla bla. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns heute angucken, wie man wie man hier Aufträge machen kann. Dazu gehen wir jetzt erstmal hier drauf. So. Hier haben wir jetzt auch was für 7000, nämlich Vorratstrank als Navi-Ziel einstellen. So. Jetzt muss ich nämlich mit meinem eigenen LKW dahin fahren. Machen wir einmal. So, dann wird's hier drehen. Schaffe ich das hier raus? Ja, ne? Bleib stehen. Ich bin ewig kein LKW mehr gefahren, deswegen ist hier alles ein bisschen komisch. Also ich meine, jetzt in dem Spiel bin ich ewig kein LKW mehr gefahren. Merkt man eventuell auch ein bisschen, weil ich hier gerade alle Schilder rumfahre. Aber sollte relativ schnell wieder drin sein. Oh. Ich muss natürlich auch schon auf den Gas drücken. So. Das heißt, hier links ist das auch schon da, wo wir hinfahren müssen. So. Dann fahren wir mal. Zack. Und hier rechts rein. Zack, drücken Sie, ja. So, verdiene Geld, ja. Und jetzt kann ich hier nämlich drauf drücken und dann Auftrag annehmen. Ja, ein Aufleger steht bereit. Fahre zum Ladebereich. Okay, auf der Karte. Ja, da hinten, das ist ja. Da muss ich jetzt hier wahrscheinlich rückwärts reinfahren. So. So. Zack. Und jetzt können wir auch schon los. Nice. So, dann fahren wir jetzt 344 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich das ja alles in diesem Video schaffen werde. Ansonsten skippe ich den Rest ein bisschen. Wenn wir dann bei 15 Minuten ungefähr sind, dann skippe ich den Rest. Ja. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch andere Aufträge, die wir machen können mit einem eigenen LKW. Das ist schon mal was, ne, Leute? So. Ist immer noch rot. Okay. Ah, jetzt nicht mehr. So. Müssen geradeaus. Okay. Mit Post. So. Warum wird es genau dann grün, ey? Wenn ich anhalte. Immer wenn ich anhalte, wird es der grün. Also wir dürfen nur 50 fahren. Okay.
Ist aber mir egal. Ich fahre schneller. So. Noch 343 Kilometer. 5 Stunden dauert es in diesem Spiel. Wir haben gerade Montag 16 Uhr 24 und um 21 Montag um 22 Uhr soll ich dann da sein. Ey, es wird echt immer grün, wenn ich hier bin. Das Spiel will mich doch ärgern. So. Und let's go geht die Fahrt. Ich habe hier ein kleines Kabelproblem bei mir. So. Ich muss auf die rechte Spur. Kannst du mich auf die rechte Spur lassen? Danke. Weil ich muss hier nämlich gleich rechts rein, deswegen. So. Es ist wieder grün geworden. Perfekt. Und let's go. So, dann fahren wir hier mal runter mit 50. Warum darf ich denn... Ah, jetzt. Ich würde schon sagen, warum darf ich denn hier 60 fahren? Ja. So. Oh, hier ist eine Kontrolle anscheinend. Jetzt mal ein bisschen hupen. So. Ah! Nicht dagegen fahren, bitte. Leute, ich sehe kurz nichts. Das blöde Kabel hier weggemacht muss. So. Jetzt kann ich wieder richtig spielen. Das Kabel hat mich gerade ein bisschen genervt. Vor allem dem Lenkrad. Weil ich spiele natürlich wieder mit dem Lenkrad. Das Kabel hat mich übelst gerade gestört, weil das mal in meinem Weg war. Aber jetzt nicht mehr. Der LKW klingt ein bisschen ungesund, aber egal. Das Ding ist, wenn wir jetzt einen Unfall oder irgend sowas bauen, dann bezahle ich das aus meiner eigenen Tasche, weil ich nicht für jemand anderes arbeite, sondern nur für mich halt. Deswegen müssen wir heute, Leute, oder ich, gut fahren. Und ich sehe schon, dass wir schon 7 Minuten aufnehmen. Das heißt, könnte sein, dass das ja ein bisschen lange dauert, weswegen ich gleich ein bisschen auf Pause drücke. Also ein bisschen das Video cutte, wenn ich dann wieder angekommen bin. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. So. Ich will auf jeden Fall irgendwann auf meinem LKW auch rundum leuchten und so draufpacken, also dass mein LKW auch schneller fährt. Aber das mache ich alles später. Wenn ich dann halt auch genug Kohle habe. Wobei er fährt ja jetzt schon ein bisschen schnell. Ne? Ich habe mir auch einen hier von Iveco irgendwie geholt. Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal kurz den Sitz einstellen. So. Zack. So kann ich besser fahren. Wenn ich jetzt... Ah ne, blinkt nicht. Okay. Tanken müssen wir nicht. Wir haben nämlich noch vollen Tank. Das ist perfekt. 277 Kilometer noch. Okay. Hey, die Polizei ist auch hinter mir gerade gewesen. Gut, dass ich noch nicht so schnell fahre. Denn jetzt fahre ich nämlich schon kaum mal zu schnell. Na, jetzt sogar schon 2. 3. 4. 5. So, wir fahren auch im 12. Gang. Leider hat dieses Teil auch nur 12. Aber ich denke, man kann es noch ein bisschen besser machen. Also ein bisschen den LKW tunen. Aber das machen wir dann halt später irgendwann. So. Ich glaube sogar, dass man wieder zurückfahren muss. Aber ich weiß es nicht ganz. Könnte sein, dass man auch wieder zurückfahren muss. Mit dem LKW. Oder man hat halt einen anderen Auftrag dort, wenn ich das dann hinbringe.
Keine Ahnung. Das ist die Frage tatsächlich. Ich denke mal, man hat noch andere Aufträge dort. Ich weiß nicht, ob man zurückfahren muss selber oder so. Das weiß ich nicht. Wenigstens funktioniert die KMH-Anzeige da unten bei Geschwindigkeit, also da, wo das Tacho ist. Bei den anderen LKWs funktioniert das manchmal nicht. Oder es könnte halt auch sein, dass die Entwickler vom Euro Truck Simulator das ein bisschen neu gemacht haben, weil es gab nämlich ein Update noch, bevor ich das Video hier machen konnte. Da muss ich halt noch leider das Update machen, was hätte ich jetzt nicht spielen können. Und da stand, glaube ich, irgendwas mit Tacho oder sowas drin. Ich habe jetzt aber keine Ahnung. Auf jeden Fall stand da irgendwas mit dem Dings drin. Sehen wir ja dann. Ja, genau so. Ja. Bin auch gerade erst aufgestanden, so vor ein paar Stunden. Und deswegen bin ich auch noch ein bisschen müde. Warte, ich soll schon um 21 Uhr da sein, ne? Aber wir haben es ja schon 8 Uhr. Sollen wir so schnell gehen? Kann ich hexen oder was? Ich kann nicht hexen. Dort muss. Was liefern wir jetzt aus? Joghurt, ne? Nee, irgendwas mit. Ach, keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Perfekt. Ist ja auch egal. Nein, wir denn nicht hier gegenfahren. So. Krass, aber der kann echt so schnell fahren. Ne? 90 km/h fährt er. Ja. 150 Kilometer bin ich schon gefahren. Das ist auch nice. Aber er kann halt nur 90 km/h fahren und dann hört es auf, ne? Ist es halt auch Ding. Aber ein LKW muss ja auch nicht schnell fahren. Maximal dürfen die ja eh immer nur 80 fahren, obwohl ich jetzt ein bisschen schneller fahre. Aber ist halt so, ne? Also ich bin halt ein bisschen illegal unterwegs. Okay, 5 km schnell ist das, ne? Also ich weiß nicht, ob es dafür eine Strafe geben wird. Okay, jetzt fahre ich sogar 10 km schnell, zu schnell. Ich glaube, da kriegst du schon Ärger, wenn du so schnell fährst. Aber das weiß ich nicht. Noch 170 Kilometer gleich. Nice, nice. 80 km/h noch. 80 km/h fahre ich aber nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt noch geradeaus fahren. Ist das ein Tesla da vorne? Genau. So. Tempomat könnte ich auch einstellen, aber warum? Nee, wir wollen ja nicht nach. Ach, keine Ahnung, was das ist. Ich habe tatsächlich vergessen, wo man Dings anmacht. Ich muss mal kurz gucken, wo die das Ding hier anmachen. Aktion. Gameplay. Ich mach Bußgeld aus, weil das ist nervig. Zulix Desktop in der Kompanie. Ach hier, Tasten und Knöpfe. Ah. Scheibenwischer. Fernlicht und Umleuchten. 0. Scheibenwischer. Okay. Okay. Kann man es auch schneller machen? Ja, tatsächlich kann man es schneller machen. Dann müsste ich auch noch Licht machen. Zack, zack, zack. So. So. Leute, ich würde sagen, ich mache mal hier kurz einen Cut und wir sehen uns dann, wenn ich angekommen bin.
So Leute, da bin ich wieder. Ich habe noch kurz einen Blackscreen. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt noch 2 Kilometer davon entfernt. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und ja, ich habe natürlich wieder ein bisschen meine LKW geschrottet. Aber Hauptsache, wir sind hingekommen. Ich repariere den gleich. Erstmal, damit das nicht mehr so kaputt ist. So, müssen wir hier noch geradeaus. Ampel bleibt grün. So. Noch ein bisschen weiter geradeaus müssen wir. So. Hä, warum ist er denn jetzt schon wieder bei 0? Egal. So. Jetzt müssen wir hier rechts. So. Ey. Das ist gar nicht das, wo ich hin muss. Mein LKW ist eh schon Schrott, von daher. So, ey. Der LKW ist so kacke. So, und jetzt. So. So, jetzt aber. Mensch. Schwere Geburt. Überspringen, ja, bestätigen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Zack, anwenden. So. Okay Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Wenn ja, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Da kommt auf jeden Fall mehr von diesem Spiel hier. Ich besuche jetzt erstmal eine Werkstatt. Derzeit könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Sowie ihr könnt auch noch auf Discord vorbeischauen, denn dort ist mein eigenes Rollenspiel. Auf Roblox. Ihr kennt vielleicht Emergency Hamburg, was ich immer spiele. So ein Spiel wird das. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen weiteren Like da. Ich bin schon so oft wie Likes gedacht. Deswegen Leute, haut rein und euer Sam. Ciao, ciao.